Am 2. Oktober 2018 stellte Microsoft neben dem Surface Pro 6 und dem Surface Laptop 2 seinen ersten Kopfhörer in Aussicht. Jetzt sind die Surface Headphones endlich in Deutschland angekommen. Computer Bild hat die Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth und Noise Cancelling getestet. Mit 296 Gramm sind die Surface Headphones rund 20% schwerer als die Konkurrenz, sitzen aber dennoch sehr bequem, auch wenn das Kunstleder an den Ohrmuscheln schweißtreibend ist. Sie lassen sich per mitgeliefertem Kabel anschließen, dank Bluetooth kommen sie aber auch ohne aus. Freisprechmikrofone zum Telefonieren gehören zur üblichen Ausstattung. Mit gleich zwei Mikrofonen pro Seite sorgt Microsoft für gute Sprachverständlichkeit. Besonders praktisch, die Kopfhörer sind mit bis zu 8 Geräten koppelbar. Das Noise Cancelling ist in der Stärke regelbar. Von geringer Lärmreduzierung, um etwa als Fußgänger im Straßenverkehr zu überleben, bis zur totalen Isolation für einen Langstreckenflug. Hersteller wie Bose oder Sony bieten das ebenfalls. Doch statt der üblichen 3-4 Stufen ist die Lärmbremse bei Microsoft in 13 Stufen einstellbar. Die Stufen sind allerdings nicht gerastert. Man bewegt sich gefühlt stufenlos innerhalb einer Viertelumdrehung hindurch. Hört sich gut an, bringt in der Praxis aber keinen Mehrwert gegenüber etwa 3 Stufen. Die Wiedergabelautstärke per Drehregler an der rechten Seite ist dank größerem Drehwinkel besser justierbar. Ein Fingertipp auf die Außenflächen pausiert die Musik und nimmt Telefonate an. Ein Doppeltipp springt zum nächsten Titel. Sobald man die Kopfhörer abnimmt, pausiert die Musik ebenfalls. Das schont den Akku. Apropos, Microsoft verspricht 15 Stunden Musikwiedergabe pro Akkuladung. Im Test war schon nach 13 Stunden Feierabend. Die Schnellladefunktion hingegen hält, was der Hersteller verspricht. Nach nur 5 Minuten am Strom läuft die Musik für knapp über eine Stunde weiter. Wer sich mit den neuen Kopfhörern auf die Integration von Microsofts Sprachassistentin Cortana gefreut hat, wird enttäuscht. Ein langer Tipp auf die Außenfläche weckt jedoch wie üblich Siri oder die Google-Assistentin. Fazit: Klanglich spielt Microsoft mit dem neuen Kopfhörer auf Anhieb weit vorn mit. Sehr gut zeigte sich etwa der Bassbereich. Die oberen Mitten fielen etwas zu dumpf aus, Stimmen stünde ein Hauch mehr Klarheit gut. Insgesamt klingen die Microsoft Surface Headphones eher warm, aber in sich stimmig. Das Noise Cancelling arbeitet hervorragend, die Akkulaufzeit ist mit rund 13 Stunden aber etwas kurz. Testnote 2.0. Preis zum Testzeitpunkt 379 Euro.